das ist eigentlich die Entzauberung der Filmkunst, was du da machst, Rolf. Okay. Okay. Das ist Zaubertrick verraten. Das ist eigentlich mit einer hohen Buße oder Zuchthaus mindestens 15 Jahre Kinoverbot bestraft werden. Er macht immer so ein Theater. Jedes Mal. Oh, ist alles abgekühlt. Zu viel für die Kameras. Zu viel. Sehr bewusst worden, dass die Professionalität auf einem viel höheren Niveau schafft. Das ist vielleicht der Grund, warum ich gesagt habe, manchmal habe ich das Gefühl, es geht ja ohne mich, oder? Und bitte Theo. Findest du es jetzt mit dem Theo? Ist es jetzt ein Unterschied zu einem, in Anführungszeichen, normalen Kind? Oder wo liegen jetzt so die Differenzen zu einem hochbegabten Kind? Also für mich war von Anfang an ein normales Kind eigentlich so gewesen. Klar, eben, er spielt jetzt sehr gut Klavier, kann man sagen. Und was jetzt vielleicht der Unterschied ist, ist seine grosse Konzentrationsspanne. Und wenn ich einmal gekommen bin, hat er schon 2 Stunden geübt. Und dann haben wir zusammen noch mal 3 Stunden geschafft, sich so lange können zu konzentrieren und auf etwas einzulassen. Das ist schon sehr speziell. Lust bleibt, dass nicht plötzlich da irgendwie zum maschinellen Spiel verführt wirst.
Dann hat also der Friedi mit dieser Szene jetzt mit dir und dem Theo alias Vitus etwas ganz Spezifisches, also hat zum Ausdruck gebracht. Ja, also ja, ich sage es nicht zufällig, nein, er hat etwas ganz Spezifisches getroffen. Es kommt da relativ ironisch daher, weil der Konzertdirektor ist ein bisschen stiermüde, also der ist abgestellt, aber er gibt einen richtigen Gefühlausdruck, wo man solche Begabungen gegenüber als Eltern und Erfahrenen hat, sagt, pass auf, hab dir Sorge, schaff Ordnung in deinem Hirn, schaff das Fundament und so weiter. Und das kommt in dieser Szene, also in dieser Miniszene, kommt das zum Ausdruck. In deinen Filmgeschichten nehmen Kinder und Jugendliche einen wichtigen Platz ein. Ich denke an Höhenführer und speziell Vollmond. Hast du eine Vorliebe, mit Kind oder Jugendlichen zu arbeiten? Ja, ich weiss es. Ich muss vielleicht mal darüber nachdenken, warum. Also ich habe schon mal, es wird das immer wieder gefragt, weil eben in meinen Filmen immer wieder Kinder vorkommen. Obwohl eigentlich alle Produzenten davon abraten, weil das eigentlich immer kompliziert und Ungewissheit beinhaltet. Das Wort Menschwerdung hat mich immer irgendwie angestachelt. Und ich merke, dass ich als Filmemacher wahnsinnig viel aus dieser Zeit zehre, wo ich in meiner Fantasie Pilot war und Entdecker und auf den Mond geflogen bin, wo mir alle Möglichkeiten offen waren und nachher der irrsinnige Anpassungszwang durch Schule, Militär, Geld verdienen, Familie gründen, all das Zeug, das dann einfach kommt. Ich gehe davon aus, dass eigentlich alle Kinder auf die Welt kommen, das irrsinniges Potenzial in sich haben. Und die Frage ist, wie rettet man das über das Erwachsenwerden aus ins Erwachsenenalter? Mit dem Lohn, den ich hier habe, könnte man ja unten nicht einmal ein Haas füttern. Pelli, fach jetzt nicht wieder mit dem an. Du willst einen Olaf erfrieren aus Leuten Fremde. Wird der Rest noch einmal erwachsen? Ich habe das Gefühl, dass der autobiografische Teil an meinen Filmen wurzelt letztlich immer in meinen Urerlebnissen, die ich aus meiner Kindheit hernehme. Und darum können wir einfach wahrscheinlich immer wieder so rückblenden in diese Zeit vor. Komödiantischer Zug drin. Ist das schon drin gewesen im Buch oder kommt jetzt das von dir? Nein, das ist schon etwas, wo, sagen wir mal, ich bin angeregt worden durch das Buch. Und das ist gleichzeitig etwas, was durch das Eltern auch passiert ist. Das ist bestimmt die Situation, die problematisch ist, die so ernst nicht. Das ist einfach kein Kopf. Das ist ein Joke. Also, behandeln wir es anständig, aber mit einer gewissen Heiterkeit. So. Es gibt ja nicht das Plakat vom Film, sondern es ist für das Spital. Nein, nein. Ja, die Spitäler sehen es so. Das ist nicht gut. Ne? Ich sage, wir sind in der Kantonsspitaler auch, und wir machen hier relativ viel Aufwand, machen, als ihr hier unter guten Bedingungen könnt drüben. Und was für uns toll ist, wenn wir einen wunderbaren Schauspieler...